Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Und ich bin ja ungern der Esel, der es als letztes merkt, aber ich fürchte, ich bin der Esel, der es als letztes merkt. Mir ist erst in der Pause aufgefallen, dass da oben ja ein lustiges Fensterchen aufgegangen ist, das mir sagt, Lyriumscherben finden. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen und ja, jetzt bin ich natürlich verblüfft. Frage mich erstens, seit wann das schon da dran steht und zweitens, wann ich denn bitte die Lyriumscherben aufgehoben habe, die ich bisher schon gefunden habe. Verstehe ich nicht. Vielleicht einfach Gegner töten, ne? Könnte sein. Vielleicht von den Bindungsmagiern. Deswegen gehe ich jetzt doch mal oben lang. Versucht den Verzauberer auszuschalten. Ist der da, oder? Keine Ahnung. Ist der der Verzauberer oder ist das ein anderer? Mal kurz durchgucken. Nee, du bleibst mal schön hier. Scheiß taktische Karte. Kann man hier vielleicht ein bisschen... Ja, man kann über die ganze Karte wechseln. Cool. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Eiferer, Eiferer. Nee, dann ist es wohl schon der, von dem ich dachte, der es ist. Gut, dann eröffnen wir auf ihn. Ich überlege gerade, mit welchem Zauber. Weil das sind viele Gegner. Sollte man sich schon ein paar Mal überlegen, ob man einfach so reinrennt. Ich würde sagen, wir fangen mit diesem Flammenschock an. So. Sie dürfen nicht die Treppe raufkommen. Jetzt jagt man eine Salve rein. Jawohl, und jetzt ist er schon tot. Oh, da kommen aber viele. So, jetzt jagt man hier was rein. Solange möglichst viele an der gleichen Stelle stehen. Eventuell noch ein Kettenblitz vielleicht. Naja, dann halt nicht. Ihr sterbt auch so. Ich könnte mir was zum Lesen mitnehmen. Na also, perfekt gelöst. Naja, annähernd perfekt. Wenig Schaden bekommen. Gegner sind schnell gefallen. Mit ein bisschen Vorausplanung klappt das schon. Finde ich gut. Was ist denn das hier? Ah. Sah nur in der vergrößerten Version etwas komisch aus. So, was haben wir denn noch? Liegt hier noch was oder ist das wieder so eine Stelle nach dem Motto, hehe. Eigentlich musst du da gar nicht hin, aber wir machen es interessant und schicken dich trotzdem hin. Ja, genau, das ist es. Jetzt habe ich wieder eine Scherbe gefunden. Also doch von den Verzauberern. Mir ist es wieder nicht aufgefallen. Alter. Naja. Ich muss sie ja nicht sehen. Ich muss sie nur sammeln. Nee, hier ist sonst nichts mehr. Geh mal weiter. Bevor hier noch irgendwer einschläft. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Was ist hier passiert? Venatori-Dekoration vom Feinsten. Ah ja. Hübsch. Haben sich nett eingerichtet, ja? Gut. Halt. Oder auch nicht. Gut, ich dachte, man kann vielleicht durch. Kann man nicht. Sie haben uns nicht gesehen. Wir könnten sie überraschen. Ja, genau. Aber mir ist was aufgefallen. Kurzer Schnitt mal eben. Gleich wieder da. Geht gleich weiter. So, und weiter geht's. Mir sind jetzt ein paar wüste Ruckler aufgefallen. Deswegen habe ich gedacht, startest du lieber mal kurz neu. Ist jetzt allerdings erst seit Beginn dieser Folge, keine Ahnung. Die Mühle ist halt nicht mehr die neueste. Hat zwar immer gute Dienste geleistet, aber ist halt auch schon wieder 3 Jahre alt. Damals war die High-End. Ich habe zwar mal nochmal eine Grafikkarte nachgerüstet, aber in puncto Prozessorleistung gibt es mittlerweile Besseres. Obwohl ich einen i7-Prozessor habe. Was er jetzt von der Technologie her
nach wie vor ganz oben mitspielt. Aber es gibt halt stärkere i7-Versionen und naja. Wenn man sich das dann mal bei Amazon anguckt, dann kriegt man dann feuchte Augen. Nicht nur wegen den Daten. Nicht nur wegen den Daten, was die alles können, sondern auch wegen dem Preis. So, jetzt habe ich endlich mal gesehen, wie eine Lyrium-Scherbe aussieht. Dankeschön. Ist mir wirklich jetzt das erste Mal aufgefallen. Naja. Aber wie gesagt, die Spiele laufen eigentlich alle flüssig. Ist nur hin und wieder mal, wenn der Rechner doch zu lange läuft. Und der lief jetzt halt auch schon mal 20 Stunden oder so. Dann tut ihm ein Neustart manchmal ganz gut. So. Was, da blinkt's auch noch? Achso, das ist die scheiß Treppe, die nichts bringt. Alles klar, wir gehen einfach weiter. Vorratslager. Mal einen Trank fressen. Der auch. Dann können wir eigentlich gleich auffüllen. Normal würde ich mit so wenig fehlendem Leben nie sowas machen. Aber wenn schon mal das Vorratslager direkt vor mir steht oder neben mir. Aber dann müsste doch ein Nebenratslager sein, oder? Oh. Egal. So, Ring des Lebensentzugs. Heilung bei Tod. Inventar voll. Geil. Also das finde ich gut. Warte mal. Den versuche ich mir jetzt mal irgendwie noch einzustecken. Den könnte ich ja sogar anlegen, weil ich habe gar keinen zweiten Ring. Fällt mir gerade so auf. Jetzt muss ich nur schnell irgendwas loswerden, was wir sowieso nicht brauchen. Ja, komm. Machen wir einfach das hier. Was? Zu Wertgegenständen verschieben. What? Nicht wirklich. So. Zerstören. Dann können wir den anlegen. Aber was sagt uns das? Wir hätten mal zum Händler gehen sollen, bevor wir die ganze Aktion gestartet haben. Ich war jetzt oft genug in irgendeinem Lager und das Einzige, was ich gemacht habe, war irgendwelches Zeug nachzurüsten an Tränken und so weiter. So, wo ist das der Scheiß? Ring des Lebensentzugs. Also ich find's gut. Ich werde es jetzt mal testen, ob man das spürt. Kriege ich bei jedem Kill 2% Leben zurück. Also für mich liest sich das als die beste Selbstheilung bisher. Okay, dann machen wir auf. Ich hoffe, es klappt. Ja, es klappt. Weil lustigerweise sind ja im Hinterland immer noch Schlösser, die wir nicht aufmachen können. Ich glaube, 3 Stück mittlerweile. Da war doch gerade einer. Ach, da in dem Raum wahrscheinlich. Hallo. Hohohoho. Autsch. Bis der uns richtig gesehen hat, war er schon tot. Ich denke, ich weiß jetzt, wie wir die Tür aufbekommen. Ja, mit Hilfe dieser Dinger da. Wahrscheinlich wären wir dann an der Haupthalle gewesen. Na, klappt das oder kann es nur Cassandra? Das hat man doch schon mal. Aber scheinbar, warte mal, nochmal testen. Nee, es kann nur Cassandra, beziehungsweise nur Nahkämpfer. Wenn wir jetzt gleich zur Haupthalle gegangen wären, hätten wir den Dialog bekommen, suchen mal nach den Scherben. Von daher war es gar nicht so blöd, erstmal hier lang zu gehen. Kommt ihr klar, ja? Alles gut. Huch. Jetzt guckt man natürlich auch, was wir da freigelegt haben. Ach, scheiße, Inventar voll. Ah. Lohnt sich das überhaupt? Oder sind wir jetzt hier sinnloserweise reingestolpert? Sieht fast so aus, hier gibt's ja gar nichts. Wofür dann die Aufmachung mit der durchbrechbaren Wand? Verstehe ich nicht. Ach, da ist ja noch eine. Da gibt's da ja dann was. Schwere Abenteurerrüstung, ey. Am Arsch. Lass mal liegen. Ah, hier. Lesen. Das hab ich ganz übersehen. Studien zur Verderbnis. An den Gefangenen, der die Verderbnis ausgesetzt wurden, ist kein... Was? Ist kein unterscheidbares Muster erkennbar. Ah ja, jetzt verstehe ich den Satz. Hm. Der Krankheitsverlauf folgt da keinem festen Ablauf. Einige sterben trotz aller Mühen binnen Stunden, andere zeigen überhaupt keine Symptome. Es gibt vielleicht so etwas wie eine natürliche Immunität, weshalb Isolation und weitere Tests oberste Priorität haben.
Was für Tests, ey, Alter. Neuer Eintrag. 6 weitere Versuchspersonen sind gestorben. Bluttransfusionen von resistenten Gefangenen verlangsamen die Verderbtheit nur minimal. Gesundes Fleisch aus lebenden Versuchspersonen, das bei Infizierten implantiert wird, stirbt oft schon ab, bevor die Verderbnis es erreicht. Verläuft die Implantation erfolgreich, verbreitet sich die Verderbtheit im Spenderfleisch schneller als im Wirtsfleisch. Die gefangene Liliana war bislang die nützlichste Quelle für resistentes Blut und Haut. Kein Wunder sieht die so furchtbar aus. Und kein Wunder will sie nicht drüber reden. Ist hier irgendwas Brauchbares? Topas. Inventar voll. Och Leute. Kann doch nicht sein. Was hab ich denn alles mitgeschleift schon wieder? Wir können ja mal ein paar schlechtere, niedrigstufige Waffen einfach zerstören. Sprich da, wo Stufe 1 dabei steht. Ja, zerstören. Ja, wirklich zerstören. Ja, ich bin mir sicher. Okay, den da noch vielleicht. Jetzt gucken wir mal bei den Rüstungen noch. Hier, Abenteurerrüstung. Benötigt Stufe 1. Die kann nicht viel wert sein beim Händler. Auch Stufe 1. Stufe 2. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Accessoires. Amulett der Konstitution. Jetzt gucke ich mal, ob Cassandra überhaupt... Die hat ja noch gar kein Amulett an. Können wir auch einen Taschenplatz sparen, indem wir hier einfach eins anlegen. Okay. Gucken wir mal bei den anderen. Varric hat auch noch nichts. Halt! Wieso wechselt der... Ich hab gesagt, Varric. Achso, der hat der Klugheit. Mama hat der Geschicklichkeit. Amulett der Macht haben wir noch. Das ist dann für mich gedacht. Aber Dorian könnte eventuell noch. Der hat ja auch einen Scheißstab, ey. Vielleicht haben wir da einen besseren. Hexenstab des Eises. Warum nicht? So, jetzt gehen wir noch ganz schnell. Warte mal, ich hab's gleich. Sorry, ich bin gerade irgendwie ein bisschen langsam im Denken. Keine Ahnung, ob denen das was bringt, aber wir legen es ihm einfach an. So, Rüstung, wie schaut's da aus? Kriegt da meine alte Speerhaube, die so toll aussah. Und sonst wohl nichts mehr, ja? Die können wir noch zerstören. Okay, genug rumgeeiert. Weiter geht's. Mal gucken, ob sich das lohnt, das aufzunehmen. Langschwert Stufe 3. Nee, lass mal erstmal liegen zur Sicherheit. Einzige, was mir dadurch entgeht, ist ein bisschen Gold. Aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass ich alles mitnehme. Also ich mache das natürlich, aber nur solange es die Taschen halt zulassen. Wie jetzt schon wieder Schloss knacken, echt jetzt. Mensch, gut, dass ich Varric eingepackt habe, sonst wären wir am Arsch. Zumindest was Schlösser angeht. Allerdings auch nur, wenn da mal was brauchbar... Jetzt beweg deinen fetten Hintern hier weg. Okay, das ist einfach nur ein anderer Eingang oder was? Na toll. Öffnen, was haben wir hier noch? War ich da auch schon? Werden wir gleich rausfinden. Hier sieht alles so gleich aus. Ah ja klar, da sind wir hier durchgelatscht. Ich glaube, die Ebene haben wir durch. Gut, wir gehen wieder runter. Genug Blödsinn gemacht. Mal ein bisschen rumpingen, aber ich glaube, da finden wir jetzt nichts mehr. Huh, von wegen. Achso, das war... Wieso muss die Leiter da auch noch auftauchen? Es wird doch reichen, wenn irgendwelche aufsammelbaren Dinger da wären. Die Leiter benutzt doch eh keiner. Obwohl, doch, ich. War eine blöde Idee, ja. Bringt nichts. Was geht hier ab? Jemand zu Hause? Oder ist das auch wieder nur ein anderer Eingang von der Tür, die wir bereits benutzt haben?
Natürlich, da waren wir ganz am Anfang. Wieso war die Tür wieder zu? Macht's halt komplizierter, als es ist, Mensch. Ja, schrecklich. Vollgerackt sind wir auf jeden Fall. Aber die Mana-Tränke werden nicht aufgefüllt, also jetzt habe ich es auch mal wieder gemerkt. So, Haupthalle. Ich bin wieder da. Haha. Ne, bleibt wohl nur diese Tür und die können wir jetzt dank unserer zufällig gefundenen Fiolen wahrscheinlich öffnen. Oh wow. Oh oh. Da ist er. Es ist vorbei, Alexios. So ist es. Ich wusste, ihr würdet wieder auftauchen. Nicht, dass es jetzt sein würde. Doch ich wusste, ich hatte euch nicht vernichtet. Es war mein letzter Fehler. War's das wert? Alles, was ihr der Welt angetan habt? Was ihr euch selbst angetan habt? Aber das spielt nun keine Rolle mehr. Alles, was wir noch tun können, ist auf das Ende zu warten. Was meint ihr damit? Auf welches Ende? Welche Ironie, dass ihr bei all den Möglichkeiten ausgerechnet jetzt wieder auftaucht. Alles, wofür ich gekämpft habe. Alles, was ich verraten habe. Und was hat es mir gebracht? Den Tod. Verderben und Tod. Weiter nichts. Der Älteste vernichtet uns. Mich. Euch. Uns alle. Ha! Felix! Das ist Felix? Beim Atem des Erbauers, Alexios, was habt ihr getan? Er wäre gestorben, Dorian. Ich habe ihn gerettet. Bitte, tut meinem Sohn nichts an. Ich mache alles, was ihr verlangt. Gebt uns das Amulett und wir lassen ihn gehen. Lasst ihn frei und ihr bekommt alles, was ihr wollt. Ich will die Welt zurück. Oh mein Gott.